Bonjour und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist Jin Yakuza mit einer neuen Folge von Marvel Avengers. In der letzten Folge habe ich keine Ahnung, was passiert ist, aber ich sag mal, lass uns nicht so lange quatschen, wir fangen direkt an. Hier ist die Chimera. Dann treffen Sie ein. Genießt du die Aussicht? Nicht genug, um mich von dem abzulenken, was mich unten erwartet. Aber ich bin bereit. Ich muss es wohl sein. Okay, ich bereite jetzt den Verhörraum für dich vor. Wenn du reden willst, benutzt den Funk. Danke, Ned. Ich muss nur über einige Dinge nachdenken. Gut, aber denk nicht zu viel nach. Oh hey, Ned. Roy hat ja alle erforderlichen Energiekerne zur Chimera gebracht und ich dachte mir, er könnte bleiben und euch bei der Ausstattung helfen. Wir können einen anderen Aimbot umbauen, der seinen Platz hier im Ameisenhügel einnimmt. Okay, dann machen wir es mal. Hey Ned, ich werde gleich mit Monika reden. Sie wird versuchen, dich zu manipulieren. Das weißt du, oder? Ich kenne Monika gut. Nein, tust du nicht. Es gibt tausend Monikas. Sie wechselt sie wie Masken, wenn sie muss. Ja. Hör mal, ich sage nur, wenn du mit Erwartungen reingehst, wird sie dich überrumpeln. So, wo muss ich hingehen? Du siehst aus, als würdest du dich erholen. Das Gefängnis hat mich viel Substanz gekostet, aber bald kann ich wieder kämpfen. Neuer Look gefällig? Ich kann helfen. Hallo Avenger, bereit für Ihr neues Ich? Ein neuer Look. Ach, dort noch. Nicht nach Ihrem Geschmack? Ich arbeite da. Ein russischer Spion. Alle Ausgänge gesichert? Ja, Agent Romanoff. Gut. Öffnen Sie die Luftschleuse für mich. Und danach nur noch für Dr. Banner. Ist das klar? Ja, Ma'am. Leite Luftschleusen-Override-Protokoll ein. Du hast so mit Monika gearbeitet. Ziemlich lange. Sie hat sich verändert, oder? Nein, ich glaube nicht, dass sie jemals Gefühle für dich hatte. Aber falls ich mich irre und sie echte Gefühle zeigt, nutze sie aus. Das ist dein Druckmittel. Ich habe deine brutale Offenheit immer geschätzt, Ned. Du schaffst das, Bruce. Nein, du musst es schaffen. Wir müssen die gefangenen Inhumans finden, bevor wir AIM die Party verderben. So. Ah, da ist was. Eine Kiste. Was immer Sie brauchen, Gav ist Ihr Mann. Was kann ich für Sie tun? Ja. Aber wenn Sie mal was brauchen, kommt. Nee. Perfekt. Sofort zu mir, okay? Ja, mach ich. Wo gehe ich denn hin? Ah, da ist was. Oh, jawohl. Sind wir jetzt bereit? Meinst du, Bruce kann aus Monika Informationen rausholen? Ja, ich denke, er ist bereit.
Wir müssen Taltons Labor finden. Hoffentlich hast du recht. Dieses kleine Gespräch kann katastrophal enden. Deshalb findet es ja auch im Laufstall des Großen statt. Okay, jetzt. Könnte interessant werden. Sie haben seit den Anhörungen nicht miteinander gesprochen. Schafft er das? Wäre besser. Wenn wir Taltons kleine Party aufmischen, wird er wieder aufräumen. Das AIM-Erlebnis. Wirklich kein guter Name. Naja, wir müssen wissen, wo dieses Labor ist. Hunderte Inhumans stehen auf dem Spiel. Also Tiny Dancer, hä? Lass mich raten, du hättest Rocketman genommen. Ach bitte, ganz kalt. Du bist meine Candle in the Wind. Die Show geht gleich los. Lass mich raten. Ihr plant ein großes Spektakel beim Adeptoid-Start. Die triumphale Rückkehr der Avengers. Freiheitsberaubung und Folter? Macht AIM die Welt so zu einem besseren Ort? Bitte. Ebola, die Pocken, Kinderlähmung wären ohne Laborratten tödlich. Inhumans sind nicht krank, Monika. Du nimmst dir nur ihre Kräfte für deine kleinen Roboter. Roboter mit sehr komplexer KI. Dazu fähig, die effektivste Nutzung ihrer Kräfte zu berechnen. Bei nur minimalen Humanverlusten. Wo ist das Labor, Monika? Du kannst Terrigen nachbauen, klar. Aber das wird katastrophal enden und das weißt du. Du warst am A-Day da und weißt, wenn wir das nochmal machen, werden wir nicht nur die Inhumans gefährden, sondern uns alle. Wenn ich mich recht erinnere, war der A-Day deine Schuld. Verdammt! Wir brauchen einen stabileren Tisch. Tja, einige Dinge ändern sich wohl nie. Ja, weil ein Tisch ist kaputt. Du siehst alles als Experiment an, oder? Tatsächlich. Talton. Inhumans. Mich. Stell die Erde auf den Kopf, du wirst das Labor nicht finden. Die Adeptoids werden starten, Bruce. Ich habe für die Rettung der Welt Opfer gebracht. Ich gehe rein. Wir müssen das Labor finden. Jarvis? Sensoren melden ankommende AIM-Truppen. Talton will seine Komplizin holen. Matt, Quinjet? Kannst du Gedanken lesen? Du kommst mit mir. Okay. Hey, also, du passt auf dich auf, ja? Nur wenn du es auch tust. Kamala, los! AIM darf nicht verhindern, dass wir diese Inhumans der Presse vorstellen. Sie scheinen Dr. Rattaccini zurückholen zu wollen. Jarvis, behalte unseren Gast im Auge. Oh, warte. Nee. Ersatzziele? Ach so. Sie ist gerissen. Jarvis, Tür! Wow.
Oh ja. Jarvis, kannst du die öffnen? Tut mir leid, Sir. AIM sperrt mich aus. Dann also die altmodische Methode. Ja, die Sache ist eskaliert. Ich sag dir was, wenn du überlegst, stell ich dich vielleicht ein. Das wäre großartig. Sehr gut. Erledige du die wütenden Roboter. Ich hole den fliegenden Metallklumpen runter. Aber gerne. Bruce, wie sieht's aus mit Zorn und Ärger? So ist's besser. Nehmt Hetzin auf die bösen Jungs und hau ab. Ich bin schon dran. Okay, und? Ach, scheiße. Oh Mann, das die. Ich hasse das, wenn die in Luft sind. Ja, Kopfstoß. Tony, Kopfnuss. Wir brauchen Luftunterstützung. Komm sofort hier rauf. Bin gleich da. Jarvis, vergiss die Kanonen. Dalton wird bald zu dir kommen. Geh zum Kontrollraum, Kleine. Greif alles an, was sich den Energiekern nähert. Wird gemacht. Okay, machen wir. Ach nö! Komm, One Piece. Miss Khan, Sie sind jetzt im Kontrollraum. Ich bin unterwegs. Bitte beeilen Sie sich. Jetzt und? Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Wir sind hier schwer beschäftigt. Es liegt an dir, Kleine. Ich weiß, du kriegst das hin. Aber, hallo? Zerstören die Energiekerne. Durchhalten, Jarvis. Ich mach sie platt. Perfektes Timing, Miss Khan. Jemand hackt meine Systeme. Halb zerlegt an den Bugturbinen Tautens Roboter. Aber wir brauchen trotzdem bald Verstärkung. Erledigt so viele wie möglich. Okay, wo ist die Party? 3 Uhr. Das mit den Sprüchen hast du schon ganz gut raus, Kamala. Verdammt! Wo zur Hölle ist Hulk? Er erledigt auf dem Achterdeck große Mengen von Engeltruppen. Oho, es geht ab, ey. Boxing. Jetzt reicht's mir. Ist nicht mehr zu Hause, Kamala. Leute, ich habe hier ein Problem. Leute! Deine Freunde werden das erst erfahren, wenn es zu spät ist. Aber ich bin auch noch da. Du hättest mein Angebot annehmen sollen. Um so zu enden wie die anderen Inhumans? Nein. Ja, weil und um. Wozu das alles? Was ab? Die Avengers benutzen dich, Kamala. Spar dir das Gelaber, Mann. Das zieht bei mir nicht.
Du bist so naiv. Sei still. Deine neuen Freunde werden dich enttäuschen. Mehr können sie nicht. Im Gegensatz zu dir vertraue ich Bruce und den anderen. Das habe ich auch. Früher einmal. Die Welt wird bald daran erinnert, wer die Avengers wirklich sind. Wovon redest du da? Leben, genau. Perfekt. Alles okay? Ich glaube schon, Miss Khan. Danke. Aber ich fürchte, dass Dr. Rappaccini entkommen ist. Ich habe ein Problem, Kamala. Ich brauche dich auf dem Oberdeck. Sofort. Ich komme. Monika, sie entkommt. Wir werden hier live beim M-Erlebnis in Manhattan Zeugen der Rückkehr der Avengers. Aber sie greifen anscheinend die Stadt an. Lass die Kamera laufen. Ist das Tor? Ist es Zufall, dass dieser Angriff genau an dem Tag erfolgt, an dem Aim sein vielversprechendes neues Adeptoid-Programm vorstellen soll? Oh, scheiße. Das ist Tor! Gern geschehen. Danke. Wir haben Tor. Ich hab Tor. Moment, ist das Tor? Ah, endlich. Ich glaub's nicht, Tor? Ja. Wo zum Geier kommst du denn jetzt her? Ich diente den Sterblichen, als es plötzlich Metallteile vom Himmel regnete. Ich bin unfassbar froh, dich zu sehen. Etwas zu dramatisch, findest du nicht? Das spielt keine Rolle. Jetzt ist er hier. Tor ist hier. Getan, was du tun solltest. Deine Macht aufgegeben. Du hättest vergessen bleiben sollen. Niemals, wenn Sterbliche in Gefahr sind. Wo versteckst du dich davor? Willst du dich nicht stellen? Seh dich um. Ich bin überall. Oh, ich liebe Tor, Alter. Tor hat... Und ja, komm. Ja. Hallo. Genau wie früher. Anscheinend hat er mich auch vermisst. Aim, Landungsschiffe im Anflug. Fokus auf die Menge. Kamala, alles klar? Ja. Nein, ich komme. Halt, hast du gehört? Gottesstoß. Die kommen von Tagen, damit die Kamera abstürzt. Macht Spaß, oder?
Schlappen wollen zum Maschinenraum. Begib dich dahin, Tony. Komm mit, Kleine. Okay. Darf ich fragen, wer das Kind ist? Erklär dir später. Keine Sorge. Sie schafft das. Komm schon, komm schon. Oh ja. Die Chimera verliert weiter an Höhe. Wir haben Tor eigentlich. Sie mit Wind oben halten? Dann würde das Schiff zerbrechen. Warum seid ihr so viele? Sichere das Oberdecktor. Wir tun alle unser Bestes. Und jetzt, komm her, komm her! Spür die Zonne, Götter! Du hast Captain America getötet! Wer stirbt noch durch deinen Hammer? Ruhe! Oh, Hulk! Ja, kommt her, komm her. Geht uns hier herum, Leute. Ach komm. So, jetzt bin ich selber, komm. Wow, das sind ja richtig viele, ey. Sicherheitssubsysteme sind wieder online. Es funktioniert. Kannst du alles abriegeln? Ich arbeite bereits daran. Oh, verdammt, oh, verdammt, oh, verdammt. Er ist in Panik. Er weiß, wir haben die Inhumans und genug Beweise gegen ihn. Wir klären das, wenn unser Ex-Kollege nicht zuhört, okay? Nein, nein, nur so. Ich genieße das sehr. Oh, 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 oh.
Ach, da ist was. Okay, warte. Spür die Zorn der Götter, komm her! Nicht mehr lange durch. Sie haben eine Menge Schaden im Maschinenraum angerichtet. Halt! Tu das nicht! Sie haben mir keine Wahl gelassen. Jawohl, friss den Hammer. Komm, nimm Leben. Leben, okay, gut. Oh, was ist los? Ich denke, Sie kennen diesen Schild Stark. Sehr originell. Stiehlst du als nächstes? Bifrost. Ah, ich kann mich teleportieren? Moment mal. Der Schaden ist bereits angerichtet, Avengers. Niemand wird in euch je wieder Helden sehen. Jetzt lernen wir. Kamala, Tony, wir wollen die Triebwerke starten, haben aber zu wenig Energie. Kann es halt mehr bereit machen zum Aufprall. Hey, Gottes Donners. Bleibt hinter mir. Jetzt, los. Komplett den Verstand verloren. Ah, der verlorene Sohn kehrt zurück. Ihr hättet fast ganz Manhattan vernichtet. Moment, Eure Heiligkeit, wo warst du denn, als die Welt vor die Hunde ging? Ich habe mich meinen Fehlern gestellt, anstatt neue zu begehen. Okay, alle mal tief durchatmen. Wir hatten vor, das AIM-Erlebnis zu stören. Wollten der Welt zeigen, was Tarleton plant. Seine Adeptoids erhalten ihre Kräfte durch die Folter dieser Inhumans. Sie setzen sie fast tödlichen Dosen von dunklem Terrigen aus. Ja, und das ist nur der Anfang. Georgie Boy rüstet sich für einen Krieg. Und was noch schlimmer ist, Kamala, sie hat Beweise dafür, was wirklich mit Steve passiert ist. Hi. Jeder Held muss irgendwo anfangen. Oh, du erinnerst dich an mich? Ja. Zeig mir die Bilder. Jarvis? Können wir dann? Ich habe alles entschlüsselt. Sie können jetzt mehr sehen. George! Wir müssen den Reaktor abschalten. Er zieht uns zu der Wärmesignatur. Ich hab's versucht, aber ich kann den Kristall nicht lösen. Gehen Sie raus und versiegeln Sie die Tür. Was? George, los! Nein.
So kann das nicht gewesen sein. Gehen Sie zum Kommandodeck! Was? Evakuieren! Sofort! Nein, 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 Cap, was machst du da? Nein, nein, nein! Was machen Sie da? Hör auf! Nein. Cap hat den Reaktor zerstört. Er hatte bestimmt einen Grund dazu. Welchen denn? Hunderte Menschen wurden infiziert. Es gab Tote, Ned. Ganz ruhig jetzt. Übernimm endlich Verantwortung, Tony. Oh, das ist der Bruce, den ich kenne. Erstmal alle zu Sündenböcken machen. Nicht der richtige Zeitpunkt. Dann ist okay, Ned. Darauf hat er schon seit Golden Acres gewartet, oder nicht? Oder etwa nicht? Es ist unsere Schuld. Unser aller. Wieso versteht ihr das nicht? Ich verstehe nur, dass du den ganzen Müll wirklich glaubst, den du bei der Anhörung gesagt hast. Ich glaube, dass wir gefährlich sind. Denkst du wirklich, die Welt wäre besser ohne uns? Ja. Ich bin raus hier. Ihr habt euch nicht verändert. Seht sie an. Sie kann nicht geheilt werden. Es gibt keine Heilung. Die Experimente zeigen das. Ich habe ihre DNA immer und immer und immer wieder überprüft. Du und ich haben die perfekte Krankheit geschaffen. Nein! Es ist mein Job. Ich treffe die harten Entscheidungen. Nicht. Ich stehe zu den Leuten, die mich zu dem gemacht haben, was ich bin. Ich warne dich. Was ist denn, Bruce? Wirst du wütend? Das war schon immer dein Problem. Du fliehst vor dir selbst. Vor dem, was du bist. Vielleicht hat Monika dich deshalb ausgetrickst. Ich geb dir doch nur recht, mein Großer. Dieser Banner ist ein Feigling. Hey, damit auf! Das ist genau das, was Hans will. Halt dich diesmal raus, Kleine. Wirst du einen Kumpel? Oder einfach nur fein? Tja, das war's dann wohl. Ich bin allein. Nicht ganz, Miss Khan. Jarvis, ich nehme an, du kannst dieses Ding in der Luft halten? Für einige Zeit schon, ja. Ach, das beruhigt mich. Okay. Hulk und Iron Man. Ohne Beweis gibt es keine Hoffnung. Aber ich darf nicht aufgeben. So darf es nicht enden. Wow, es ist so leer. Gerade als die Chimera wieder zum Leben erwachte. Jarvis, warum geht die nicht auf? Es tut mir leid, Miss Khan. Die Notabriegelung ist noch aktiv. Ohne Mr. Stark kann ich den Normalzustand nicht herbeiführen. Hm. Unfassbar, dass ich jetzt allein hier bin. Jarvis, gibt es eine Aufnahme von Bruce' Verhör mit Monika? Natürlich, Miss. Sie können sie sich im Verhörvorraum ansehen. Wenn Sie erlauben, Miss Khan, was wollen Sie in den Verhöraufnahmen finden? Ich weiß nicht. Irgendwas muss es geben. Vielleicht einen Fehler von ihr. Nichts für ungut, Jarvis. Aber ich wünschte, es wäre eine weitere Person an Bord. Kein Problem, Miss Khan. Okay. Okay. Die Aufnahmen vom Verhör. Da drin muss irgendwo ein Hinweis sein. Lass mich raten. Ihr plant ein großes Spektakel beim Adeptoid-Start. Komm schon, Monika, gib mir irgendwas.
Stell die Erde auf den Kopf, du wirst das Labor nicht finden. Die Adaptoids werden starten, Bruce. Ich habe für die Rettung der Welt Opfer gebracht. Das ist sinnlos. Ich würde so gern mit meinem Vater reden. Anruf bei Yusuf Khan. Nein, nein, nicht Jarvis. Ich habe nicht gemeint... Hallo? Peter, bist du das? Oh, Kamala, wenn du das bist. Ich vermisse dich sehr. Ich bin nicht wütend. Ich will nur, dass du nach Hause kommst. Es tut mir leid. Ich hätte nie verlangen dürfen, dass du deine Kräfte versteckst. Vielleicht hast du Angst und bist unsicher. Wichtig ist nur, dass du dir immer selbst treu bleibst. Ich hab dich lieb, Peter. Und ich dich noch mehr. Die Adaptoids werden starten. Stell die Erde auf den Kopf, du wirst das Labor nicht finden. Stell die Erde auf den Kopf, du wirst das Labor nicht finden. Stell die Erde auf den Kopf, du wirst... Stell die Erde auf den Kopf. Stell die Erde auf den Kopf. Das ist es. Natürlich, der Satellit. Der Satellit. Avengers, wenn ihr mich hören könnt. Ich habe einen Hinweis gefunden. Ich weiß, dass ich's verbockt habe. Ich wollte AIM wegen des A-Days so sehr bestrafen und das hat mich blind gemacht. Aber Cap muss für sein Handeln einen guten Grund gehabt haben. Ich weiß es einfach. Die Menschen glauben an die Avengers. Nicht wegen eurer coolen Kräfte, sondern es ist egal, wie brenzlig es wird und wie uneinig ihr euch seid. Ihr findet wieder zueinander. Versteht ihr das nicht? Eure Unterschiede sind eure größte Superkraft. Ich war nur eine Außenseiterin aus Jersey. Ich gehörte nicht dazu. Aber ihr habt erkannt, wer ich wirklich bin. Ihr habt mich akzeptiert. Da draußen ist immer noch ein Bösewicht, der der Welt schaden will. Und nur wir können ihn aufhalten. Gut ist nicht, was du bist. Gut ist das, was du tust. Tut mir leid. Das hätte ich nicht sagen sollen. Schon klar. Höhenluft, trockene Augen. Also, ich bin nicht gut in... Es tut mir leid, also... Mir auch. Schon gut, ja. Also, du hast einen Hinweis? Ja, aus dem Verhör. Hör zu. Stell die Erde auf den Kopf, du wirst das Labor nicht finden. Okay. Monika hat recht. Das Labor ist nicht auf der Erde. Ich verstehe das nicht.
Okay, als ich gefangen genommen wurde, hatten Monika und Talton einen schlimmen Streit. Talton musste den Raum verlassen. Und dann hat Monika die Koordinaten eines Satelliten namens Ambrosia aufgerufen. Ambrosia? Das war ein biomedizinisches Forschungsprojekt von S.H.I.E.L.D. AIM muss es von ihnen übernommen haben. Ein ziemlich gutes Versteck für Beweise von Experimenten an Inhumans, oder? Wenn man Inhumans auf Zellebene studieren will, dann wäre Schwerelosigkeit der perfekte Zustand. Gut gemacht. Okay, wir wissen, wo wir hin müssen. Aber wie kommen wir dahin? Projekt Starboost, Sir. Haben Sie das nicht abgebrochen, weil Sie nicht genügend Beschleunigung in den Hilfstriebwerken? Ja, langweile uns nicht mit Einzelheiten. Das war, bevor ich Kontakt zum Ameisenknilch hatte. Jarvis, ruf Pym an. Wir müssen einen Weg finden, zu diesem Weltraumlabor zu kommen. Und er ist der Einzige, der helfen kann. Okay, Fähigkeiten. Okay. Der unbesiegbare Iron Man. Okay, Leute, werde ich mal sagen, hier. Okay, da mache ich mal hier einen Cut. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte ein Abo und ein Like da, das würde mich wirklich sehr freuen. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, wisst ihr Bescheid, was ihr machen müsst. Ihr könnt mir unter einen Kommentar hinterlassen, ich würde es mir auf jeden Fall anschauen. Und ja Leute, da würde ich mal sagen, au revoir, ciao, bis dann, euer Jin Yakuza. Tschüss.